Leine runter, Traktor. Los geht's! Genau so, kleiner roter Traktor. Gute Arbeit. Jan! 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 Max und Emma, na, was macht ihr zwei hier? Jan, du kennst doch den Plätscherbach-Jahrmarkt. Ja, sicher kenne ich den. Geht morgen los, hm? Ich freue mich schon darauf. Wir auch. Und wir haben eine tolle Idee. Was denn für eine? Du weißt doch, die machen jedes Jahr einen Festzug mit lustigen Kostümen und so. Ja. Wir möchten, dass der kleine rote Traktor da mitmacht. Wir könnten ihn verkleiden. Ja, und aus ihm einen Drachen machen. Einen Drachen, meint ihr? Was hältst du davon, kleiner roter Traktor? Klingt, als würde ihm euer Vorschlag gefallen. Ja, yippie! Wir machen aus ihm einen Drachen. Wir machen aus ihm einen Drachen. Aber erst, wenn wir hier mit unserer Arbeit fertig sind. Also, wenn wir damit nicht den ersten Preis beim Festzug gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh, Elsie, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Das kann ich nur zurückgeben, mein Lieber. Was ist das? Ist toll geworden, was? Ich wette, Flitzer und ich machen den ersten Preis beim Festumzug. Das ist Flitzer? Ja, und jetzt werde ich ihn erstmal Jan zeigen. Stumpi, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich meine, wie kannst du sehen, wohin du fährst? Ich kann wunderbar durch die Löcher in den Augen sehen. Bis nachher, Elsie! Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, das nimmt kein gutes Ende. Gut, mit Pflügen sind wir fertig. Jetzt können wir uns an die Arbeit mit dem Drachen machen. Ja, klasse! Wir brauchen dazu Holz und dann noch Pappe, Schnur und Klebeband. Du wirst bestimmt der gruseligste Drache, den es je gegeben hat. Du nutzloses Ding, du! Ich habe keine Lust mehr dazu. Also. Das klingt nicht gut. Heute ganz allein, ohne Max und Emma? Ja, heute sind sie nicht dabei. Sie sind bei Jan. Sie wollen den kleinen roten Traktor in einen Drachen verwandeln. Für den Plätscherbach-Umzug. In einen Drachen? Oh, du meine Güte. Einen Drachen? Was hat das auf sich mit diesem Drachen? Oh, nicht schon wieder. Ich hab wirklich gedacht, ich hätt's diesmal geschafft. Oh je. Ärger? Nein, es geht um Paps altes Auto. Er versucht immer, es zum Laufen zu bringen. Und das ist dann das Ergebnis. Also, Sie wollten Grillkohle haben, nicht wahr? Ein Sack oder zwei. Das wird eine richtig schöne Sache. Es wird toll aussehen, wenn es angemalt ist. Das hoffe ich auch. Hallo? Das klingt nach Flitzer. Oh, Hilfe! Wer hat das Licht ausgemacht? Oh, hört sich nach Ärger an. Oh, was ist passiert? Du hast anscheinend einen Clown angefahren, Stumpi. Oh, verflixt. Der hat mich viel Zeit gekostet. Ich wollte mit dem Clownskopf den ersten Preis beim Umzug gewinnen. Du könntest doch einen neuen machen. Nein, das dauert doch viel zu lange. Der Umzug ist schon morgen und ich muss nachher noch eine Menge Getreide für den Gutshof machen. Du hast ihn aber wirklich toll hingekriegt. Warum hilfst du dann nicht uns, Stumpi? Genau. Wir verwandeln den kleinen roten Traktor für den Umzug in einen Drachen. Oh, hört sich gut an. Wir könnten einen guten Maler gebrauchen. Gut, ich helfe euch gern. Na prima. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Also langsam nimmt die Sache Formen an, kleiner roter Traktor. Warte nur, bis ich dein Kostüm angemalt habe. Nicht schlecht. Muss ich mich selbst mal loben. Nicht schlecht? Das ist super klasse. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Für mich sieht's aber fertig aus, Jan. Nicht bevor er noch die richtigen Geräusche machen kann. Als kleiner Junge habe ich die immer an meinem Fahrradreifen angebracht. Du meine Güte, ist das schon spät. Ich muss dringend zur Mühle. In ein paar Minuten kommt der Junker und bringt mir das Getreide. Das hätte ich bei all der Aufregung fast vergessen. Also bis später, Jan. Mach's gut, Kinder. Wiedersehen, Stumpi. Vorsichtig, Stumpi. Das hätten wir, Herr Junker, frisch aufgetankt. Danke, Nicola. Jetzt bringe ich noch das Getreide zu Stumpi und dann lege ich im Garten die Füße hoch. Freuen Sie sich auch schon auf den Umzug, Herr Junker? Auf den Umzug? Bewahre, nein.
Viel Lärm um nichts? Ein gewaltiges Tohuwabohu, ein paar Buden und eine Rede vom Bürgermeister. Nein, das ist nicht meine Vorstellung vom Ausgang eines anstrengenden Tages. Tja, ich glaube, es wird dieses Jahr ganz schön spannend. Ich habe von Frau Thurmann gehört, dass diesmal sogar ein Drache erwartet wird. Ein Drache. Ja, ein Drache. Also Frau Thurmann hat mir erzählt, dass... Frau Thurmann hat Ihnen das also erzählt? Ja, das ist das Schlimme mit den Leuten vom Lande. Sie sind einfach zu leichtgläubig, wenn sie solche Geschichten hören. Bis bald. Ein richtiger Drache, also du Riesen... Pass auf, was du sagst, Nicola. Entschuldige. Hallo, Elsie. Ich suche Stumpi. Ist er da? Nein, im Moment nicht, aber ich bin sicher, er kommt gleich. Er weiß, dass Sie Getreide bringen. Tja, ich weiß nicht. Diese Leute vom Lande. Was meinen Sie mit Leute vom Lande? Sie erzählen solche Geschichten. Erst vor ein paar Minuten haben sich Walter und Nicola eine Geschichte über einen Drachen zurechtgesponnen. Ein Drache, ich bitte Sie. Dabei weiß doch jeder, dass es so etwas wie einen Drachen gar nicht gibt. Die kommen doch nur in Märchen und fantastischen Sagen vor. Nun, wir nehmen Geschichten über Drachen nicht so einfach auf die leichte Schulter. Wieso hätte mein Vater denn sonst einen fangen können, so einen großen Grünen? Absoluter Quatsch, Blödsinn, Stuss und Papalapap. Tja, wenn Sie es so sagen, Herr Junker. Das tue ich. Stumpi, was ist denn mit deinem Clown passiert? Oh, oh, den meinst du? Er hatte einen kleinen Unfall. Clowns und Drachen? Oh Mann. Ich glaube, ich werde mich nie an dieses Landleben gewöhnen können. In ein paar Tagen hole ich das Mehl ab, ja, Stumpi? Ja, und vielen Dank auch. Stumpi, was war das eben für ein Unsinn mit deinem Vater, der einen Drachen gefangen hat? Das war kein Unsinn. Er hat einen gefangen. Einen Papierdrachen. Stumpi. So. Nun bist du ein richtiger Drache, kleiner roter Traktor. Und jetzt wird's Zeit, euch beide nach Hause zu bringen. Aber vielleicht sollten wir vorher erst noch mal prüfen, ob unser Drache auch richtig fauchen kann. Oh ja! Ja, bitte, Jan. Also rein mit dir, Emma. Und jetzt du, Max. Hey, hey! Also das nenne ich mal ein drachenmäßiges Fauchen. Ja, das ist die Seite des Landlebens, die ich so sehr schätze. Die letzten Sonnenstrahlen am Abend, der Duft von... Was ist das? Ich hoffe doch nicht, dass Jan wieder seinen Bullen frei auf dem Feld rumlaufen lässt. Was in aller Welt ist... Nein, nein, das kann doch nicht sein. Es ist... Oh, es ist ein Drache. Oh, Hilfe! Ein Drache! Ein Drache! Bitte nicht. Ich möchte nicht als abendliches Drachenfutter enden. Herr Junker? Ja, Jan? Ist er weg? Wer ist weg? Der Drache. Ich habe ihn gesehen. Er war groß und furchterregend und wollte mich auffressen. Oh, Herr Junker. Was ist daran so komisch? Es gibt keinen Drachen, Herr Junker. Das ist der kleine rote Traktor. Es war ein kleiner Scherz von mir. Ich wusste natürlich, dass es der kleine rote Traktor ist. Es gibt doch überhaupt keine Drachen, hä? Juhu! Oho! Ja! Du siehst gut aus! Ja! Ja, ein toller Drachen! Das ist toll. Du bist vielleicht nicht der größte, kleiner roter Traktor, aber du bist ein großer Gewinner. Kleiner roter Traktor, los geht's! So, das war's. Der Hänger ist angekuppelt. Das Erste heute auf unserer Aufgabenliste ist, nach den Schafen zu sehen. Alles klar? Das ist ja seltsam. Ich kann die Schafe nirgendwo entdecken. Tja, weißt du, der Sache sollten wir mal nachgehen.
machen sie doch sonst nicht. Ich habe sie noch nie auf dieser Seite vom Feld zusammenstehen sehen. Vielleicht hat sie irgendetwas erschreckt. Streunt hier etwa ein Hund herum? Wollen mal sehen, ob hier irgendwo ein Loch in der Hecke ist. Was war das? Da ist doch irgendwas. Ich höre es. Warte. Ich sehe da irgendetwas. Es ist nur ein Kaninchen. Na komm, lass uns weitersuchen. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Michael. Ich bin auf der Suche nach einem streunenden Hund. Ich habe keinen gesehen und ich bin schon ums ganze Feld gejoggt. Ja, ich werde mal die Augen offen halten. Aber Sie haben doch schon einen Hund. Wie war mal noch sein Name? Flecky. Flecky, genau, so heißt der Hund. Ja, aber mir geht es darum, dass irgendetwas meine Schafe erschreckt hat. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es ein streunender Hund war. Oh, da gibt's ein neues Tier in der Nachbarschaft. Es ist sowas wie... Ach, wirklich? Ein was? Lama. Herr Junker hat jetzt ein Lama. Ein Lama? Ein Lama, so ein großes weißes Tier. Sieht wie ein Kamel aus. Nein, eigentlich doch nicht. Ich frag mich nur, was Herr Junker mit einem Lama will. Was weiß ich. Also, ich muss weiter noch ein paar Kalorien wegjoggen. Wiedersehen. Komm, kleiner roter Traktor. Lass uns die Hecke noch mal genau ansehen. Mal sehen, was Jan zu der neuesten Errungenschaft auf meinem Hof sagt. Er wird sicher gelb vor Neid werden. Hallo Lama, ich bin's, der liebenswerte Herr Junker. Also, was hältst du von einer tollen Schrubber-Rubbel-Bürstenmassage? Und schon geht's los, braves Lama. Ups, da ist ja ein kleines verklebtes Fellknäuel. Da muss ich wohl ein bisschen kräftiger bürsten. Augenblick, das haben wir gleich. Warum hast du denn das gemacht? Hilfe! Hallo? Ich bin hier oben, Stumpi. Was machen Sie denn da oben? Mein Lama hat mich eben angegriffen. Was sagen Sie, hat sie angegriffen? Ach, ein Lama. Dieses Tier, das vor Ihnen steht. Oh, ich verstehe. Sie haben doch nicht ernsthaft Angst vor diesem flauschigen Tierchen. Seien Sie vorsichtig, Stumpi. Es kann Sie jeden Moment angreifen. Hallo, mein kleiner Freund. Du bist ja richtig niedlich. Also das Tier kommt mir recht freundlich vor. Könnten Sie sich vielleicht langsam von diesem Lama trennen, um mich hier runterzuholen? Tja, da muss ich Jan anrufen. Ich habe hier keine Leiter, verstehen Sie? Ach, ich muss hier oben bestimmt wie der letzte Clown aussehen. Sieht aus, als wäre ein streunender Hund durch die Hecke gekrochen. Wir sollten dieses Loch lieber verschließen. Hallo? Tag, Stumpi! Herr Junker? Er hängt in einem Baum fest? Ich hole sofort meine Leiter. Wir sind gleich bei euch. Komm, kleiner roter Traktor. Wir müssen Herrn Junker aus dieser Lage befreien. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Also dieses Lama, sagen Sie, hat Sie angegriffen? Ja. Ich war gerade dabei, sein Fell zu schrubben, da hat es mich angespuckt. Soweit ich gehört habe, machen das Lamas normalerweise nicht. Noch schlimmer. Es hat mich mit einem Tritt in den Baum befördert. Dabei hat man mir erzählt, das Lama wäre zahm. Ich schlage vor, dass Sie zuerst sein Fell nass machen. Es ist nämlich weitaus leichter, das Fell zu bürsten, wenn es nass ist. Da hat er sicher recht. Ich find's auch angenehmer, mein Haar zu pflegen, wenn's nass ist. Ja, ich hab's verstanden. Also vielen Dank Ihnen allen für Ihre Hilfe. Jetzt wird sicher alles wunderbar laufen. Tja, wir müssen jetzt auch wieder los, um ein Loch in der Hecke dicht zu machen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie wieder was brauchen. So, mein süßes kleines Lama. Wir hatten zwar einen ziemlich schlechten Anfang, aber wie wär's denn jetzt mit einer erfrischenden Dusche? Was meinst du? Ah, oh, der Wasserstrahl ist zu stark eingestellt. Entschuldige. Nicht schon wieder. Igitt. Das nicht auch noch. Oh, wir waren schon ganz dicht dran. Wir hätten fast den ganzen Weg ohne Panne geschafft. Hören Sie, Walter! Rosti, du kannst ja sprechen. Das war doch nicht Ihr Wagen, Sie Trottel! Herr Junker? Ich bin hier oben. Oh, guten Tag.
Ein schöner Tag, um auf Bäume zu klettern. Unsinn. Ich klettere nicht auf Bäume. Ich sitze hier fest. Könnten Sie mir vielleicht wieder runterhelfen? Ich habe leider keine Leiter. Ah ja, ich werde Jan anrufen. Oh nein. Oh, sieh mal an, ein Lama. Hallo, mein Junge. Du bist aber ein hübsches kleines Kerlchen. Seien Sie vorsichtig, das Tier ist gefährlich. Sie fürchten sich doch nicht vor einem Lama. Es ist so niedlich. Sehen Sie sich dieses süße Gesicht an. Walter, würden Sie mir jetzt bitte hier runterhelfen? Klar, entschuldigen Sie, ich rufe schnell Jan an. Oh, den wirst du mögen. Die beiden haben sich schon begrüßt. Ich hoffe, dass die Schafe jetzt wieder sicher sind. Das Dumme ist nur, dass wir natürlich nicht immer hier sein können, um auf sie aufzupassen. Hallo? Hallo, Walter. Tatsächlich? Ja, ich verstehe. Wir sind schon unterwegs. Du wirst es nicht glauben, kleiner roter Traktor. Wir müssen Herrn Junker schon wieder aus dem Patsche helfen. Na komm, los geht's. Ich wollte sein Fell nass machen, bevor ich es bürste, aber der Wasserstrahl war zu stark eingestellt. Zu stark eingestellt? Ja, der Schlauch, verstehen Sie, war auf vollen Druck eingestellt. Warum haben Sie nicht einfach einen Eimer benutzt? Kein Wunder, dass sich das Tierchen aufgeregt hat. Hören Sie an, ich glaube, Sie haben recht. Ich mache alles falsch. Was ich auch tue, regt das Lama auf. Und es scheint alle zu lieben, nur mich nicht. Möglicherweise habe ich eine Idee, die uns beiden hilft. Wie wär's, wenn ich das Lama mit zu mir nehme? Aber wofür brauchst du denn ein Lama, Jan? Irgendetwas hat meine Schafe beunruhigt. Lamas sind ganz wunderbare Wächter. Also könnte es zu mir aufs Feld und auf die Herde aufpassen. Die Frage ist nur, wie bekomme ich es zu mir rüber? Ich habe eine Pferdebox. Die können Sie benutzen. Kleiner roter Traktor, bist du bereit, das Lama zum Feld zu bringen? Oh, Jan, vielen Dank. Wenn ich noch irgendwas tun kann. Na ja, Sie könnten mich und Rosti zur Werkstatt schleppen. Oh, aber gern. Sieht aus, als hättest du einen neuen Freund gewonnen, kleiner roter Traktor. Hallo, Stumpi. Hallo, Jan. Ich wollte nur mal sehen, wie sich das Lama eingelebt hat. Es fühlt sich hier wohl. Sein neues Zuhause scheint ihm zu gefallen. Die Schafe sind ganz begeistert von ihm. Und es hat sich mit dem kleinen roten Traktor angefreundet. Willkommen auf dem Gösselhof. Bekommt es auch einen Namen? Eine gute Idee. Wie wär's mit Zottel? Oh, der Name gefällt ihm. Willkommen, Zottel. Ich wollte nur vorbeikommen, um zu schauen, wie es dem Kerlchen so geht. Wie Sie sehen können, geht es ihm bestens. Kommen Sie doch her und begrüßen Sie ihn. Hallo, Lama. Sein Name ist Zottel. Hallo, Zottel. Ach, kommen Sie. Er wird Sie schon nicht beißen. Er hasst mich! Bitte nicht treten! Jetzt ist ja alles in Ordnung. Tja, aber wo ist Herr Junker hin? Tja, ich weiß auch nicht. Könnte mir vielleicht irgendjemand hier runterhelfen? Oh je, sieht aus, als würden wir schon wieder die Leiter brauchen. Leider unter Traktor. Los geht's! Hallo! Hallo, kleiner roter Traktor! Wo ist Jan? Da ist er! Ja! Sieh mal! So, mein lieber Karl, das wird dich vor einem Sonnenbrand schützen. Und jetzt bist du dran, Georg. Warum reibt er die Schweine mit Sonnenöl ein? Er ist ein bisschen verrückt. Das muss an der Hitze liegen. Nein. Das glaube ich nicht. Hallo, ihr zwei. Ich habe euch gar nicht gesehen. Ist alles in Ordnung? Es geht mir bestens. Und du bist sicher, dass dir nichts fehlt? Ja. Oh, ich verstehe. Nein, ich weiß, es wirkt seltsam, aber ich muss dafür sorgen, dass die Schweine keinen Sonnenbrand kriegen. Schweine kriegen doch keinen Sonnenbrand. Doch, natürlich. Ihre Haut ist unserer sehr ähnlich. Und weil wir gerade dabei sind, ihr solltet euch auch lieber mit Sonnenöl eincremen. Mama hat uns schon mit diesem Zeug eingeschmiert. Man kann nie vorsichtig genug sein. Besonders bei so einer Hitze, wie wir sie heute haben. Was willst du als nächstes machen? Ja, wir sind hier, um dir zu helfen. Na gut, also was machen wir als erstes? Das Scheunendach reparieren? Oder vielleicht lieber die kaputte Dachrinne? Ja.
Es ist doch viel zu heiß für solche schweren Arbeiten. Wie wär's, wenn wir mit dem kleinen roten Traktor einen Ausflug machen? Es ist bestimmt schön kühl auf seinem Hänger. Ich hab noch eine bessere Idee. Wollen wir nicht zurück zum Hof fahren und uns da ein paar Eis am Stiel machen? Oh ja! Oh, Stumpi. Ich wünschte mir, dass du mal irgendetwas Sinnvolles machen würdest. Aber ich mache doch was Sinnvolles. Ich mahle Getreide. Ich kann nichts dafür, dass kein Windchen die Mühle bewegt. Wenn kein Wind weht, könntest du doch endlich mal das Badezimmer streichen. Oh nein, weißt du, Elsie, wenn ich das Badezimmer streichen würde, hätte ich doch keine Zeit mehr, das Getreide zu machen. Ja, aber, ach was, ich geb's auf. Es ist zu heiß, um sich zu streiten. Heute lässt sich bestimmt kein Mensch bei mir sehen. Es ist zu heiß, um wegzugehen und niemand heute arbeiten mag. So ist das nun mal an einem sonnigen Tag. Hallo, Walter. Übst ein bisschen, wie ich höre? Ja, aber heute läuft's nicht. Ich hab kein Gefühl für Rock. Und für einen Rock'n'Roller wie mich ist das eine Katastrophe. Das heißt, ich bin von der Rolle. Vielleicht ist es einfach zu heiß für Rock. Hey, das gefällt mir, Jan. Es ist zu heiß für Rock! Dang, 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 wow, wow. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, ich mach früh Schluss und frag Stumpi, ob er vielleicht Lust auf Rock hat. Bevor du schließt, könnten wir noch ein paar Orangen und Zitronen bekommen? Weißt du, wir wollen uns nämlich Eis am Stiel machen. Jan will uns zeigen, wie das geht. Oh, das hört sich ja gut an. Wisst ihr was? Ich schenke euch das Obst, wenn ihr für mich ein Eis mitmacht. Das geht in Ordnung. Ah, fabelhaft. Ist das mein Mehl, Stumpi? Nein, das dort ist immer noch Ihr Getreide. Was? Mein Getreide? Warum ist es denn immer noch Getreide und kein Mehl? Der Wind. Der Wind? Naja, es gibt keinen. Aber... Und wenn der Wind nicht weht, dreht sich eben leider auch die Mühle nicht. Ja, aber sie... Und wenn sich die Windmühle nicht dreht, drehen sich auch die Mühlsteine nicht. Das weiß ich, aber... Ja, und wenn sich die Mühlsteine nicht drehen, kann auch das Getreide nicht gemahlen werden. Oh, das ist aber höchst ärgerlich. Dagegen muss man doch irgendetwas tun können. Kein Wind heißt kein Mehl. Aber ohne das Mehl bekomme ich kein Geld von der Bäckerei. Ohne Geld von der Bäckerei kann ich mir keinen neuen Hut kaufen. Ohne... Ach, das muss man sich mal anhören. Ich klinge schon langsam wie Sie, Stumpi. Ah, es gibt keinen Grund, sich darum aufzuregen. Machen Sie es einfach wie ich. Entspannen Sie sich. Mich entspannen? Ja, lehnen Sie sich zurück. Werden Sie ruhig. Also, fangen wir an. Dass Eismachen so anstrengend ist. Aber die Mühe lohnt sich. Und was machen wir jetzt? Zuerst geben wir noch ein wenig Zucker zu dem Fruchtsaft und dann füllt ihr zwei die Kannen mit Wasser auf. So, das war's. Sind wir jetzt fertig? Ja, wir sind fertig. Und was machen wir jetzt? Jetzt warten wir. Tja, wissen Sie, es ist wirklich äußerst selten, dass ich mal absolut nichts mache. Selbst an meinen freien Tagen gehe ich zumindest zum Angeln. Aber ich muss sagen, es ist ganz wunderbar. Oh, es geht nichts über eine Mühle an einem windstillen Tag. Hallo, Freunde, was macht ihr denn da? Wir machen Mehl. Sieht mir mehr nach Faulenzen aus. Tja, es weht nun mal kein Wind. Und ohne Wind kann man nun mal kein Getreide machen. Klar, was hältst du denn dann von Musik machen, Stumpi? Nein, das geht nicht, Walter. Wenn ich jetzt anfange, Musik zu machen, schaffe ich es nie, das Getreide zu mahlen. Tja, daran habe ich nicht gedacht. Dann nehme ich mir einen Liegestuhl und helfe dir beim Mahlen. Ist das Eis jetzt endlich fertig? Nein. Noch nicht. Ich finde es schade, dass der kleine rote Traktor kein Eis lutschen und sich abkühlen kann. Dafür braucht er kein Eis. Wenn sein Motor läuft, hat er einen großen Ventilator, der ihm frische Luft zufächelt. Das hält ihn schön kühl. Aber Eis am Stiel ist richtig lecker. Was ist denn nun, Jan? Sind Sie jetzt fertig? Lasst uns mal nachsehen. Ja! Jetzt sind sie fest gefroren. Toll! Kann ich eins mit Zitronengeschmack haben? Hier, bitte sehr. Also, es sieht beinahe so aus, als hätten wir ein paar zu viel gemacht. Wir könnten doch Mama und Paps welche schenken. Ja, und auch Stumpi und Elsie, Emma. Danke.
ist zu heiß für Rock. Zu heiß für Rock. Ja? Können Sie nicht damit aufhören? Ich versuche mich zu entspannen. Oh, sicher, natürlich. Ist kein Problem. Wissen Sie, ich bin von Natur aus ziemlich laut. Meine Mutter hat schon immer zu mir gesagt, sie sagte, Walter, du bist der Sonnenschein in meinem Leben. Aber du machst mich mit deinem Lärm wahnsinnig. Entschuldigung. Hallo, ihr. Mama, Paps. Wir haben Eis am Stiel mitgebracht. Das haben wir selbst gemacht. Und wir haben viel zu viele gemacht. Da haben wir gedacht, dass ihr vielleicht welche haben möchtet. Oh ja, aber gerne. Oh, nett von euch. Wirklich eine tolle Idee. Ich habe schon lange kein Eis mehr gelutscht. Eis ist vom Speiseplan eines Sportlers gestrichen. Das wollte ich dich übrigens noch fragen. Mir ist heute aufgefallen, dass du gar nicht trainiert hast. Ich hab's ja versucht. Glaub mir, ich lasse nur ungern einen Trainingstag aus, aber es ist einfach viel, viel zu heiß. Ich hätte mich überanstrengt. Der kleine rote Traktor hat einen großen Ventilator, der ihn abkühlt. Ach, tatsächlich? Also, wenn jemand einen eingebauten Ventilator für Sportler erfindet, sagt mir Bescheid. In der Zwischenzeit werde ich mich lieber an Fruchteis halten und an das Süße nichts tun. Wir müssen jetzt wieder los. Wir müssen noch ganz schön viel Eis verteilen, bevor es schmilzt. Bis nachher! Auf Wiedersehen! Köstlich. Es war schon schlimm genug, dass ich einen Faulpelz zu Hause hatte, aber jetzt habe ich drei davon. Oh, Elsie, Liebes, hättest du was Kaltes zu trinken für uns, bevor wir hier austrocknen? Du weißt, wo die Küche ist. Weiß er das eigentlich wirklich? Ich habe ihn noch nie darin gesehen. Hallo, was ist denn hier los? Ich male. Aber es gibt keinen Wind. Also ruhen wir uns aus. Oh je, du hast noch so viel Getreide zu malen, Stumpi. Halb so wild. Es gibt immer mal Tage wie diese. Ich kann's nicht ändern. Also ich glaube, ich habe da eine Idee. Der kleine rote Traktor scheut sich nicht vor harter Arbeit, richtig? Und eins, zwei, drei, vier. Und eins, zwei, drei, und? Vier. Und? Ist es jetzt kühl genug, Michael? Wunderbar. Ich kann voll durchtrainieren und komme trotzdem kaum ins Schwitzen. Hast du das gehört, kleiner roter Traktor? Ein bisschen langsamer, kleiner roter Traktor. Ich komme ja kaum noch mit. Also ich finde, Stumpi sollte alles ein bisschen ruhiger angehen. Ja, dann wäre er genauso entspannt wie wir. Keiner ist so ruhig wie der kleine rote Traktor. Ja, er ist am ruhigsten. Er ist ja so stark. Kleiner, starker, roter Traktor.